Das wird helfen. Kuhhals halt zum Öffnen mit Tarades und Maus. Was? Ah, okay, da ist die Maus. Was ist das denn? Leuchtfackel? Hallo? Leuchtfackel. Wie darf ich denn jetzt mal was auswählen? Der rechten Maustaste? Q? Das ist aber ein merkwürdiges, okay. Zielen. Platzieren. Wie kann ich denn kriechen? Hallo? Ach, C. Okay. C. Okay, da hat jemand was hingekritzelt. Hallo, wie komme ich jetzt wieder hoch? So. You always know... Was? You always know Working Joe, someone new. Wie lang wohl die Fackel brennt? Ich frage für einen Freund. Kommen wir da irgendwo hoch? Na, ich probiere es erstmal wieder hier, wieder durchzukriechen. Ja. Der Station geht's gut. Der Station geht's gut. Oh. Ethanol. Ein gern gesehener Gast auf jeder Party. So, geht denn auch klettern? Ja, da war es dann auch mit der Leuchtfackel. Jo, Nils, hi. Alter, ich schieb hier schon Paras durch die Kopfhörer, ey. Und ist noch nichts passiert, eigentlich. Keep moving, ja, ein super Tipp. Nächste Leuchtfackel, alles klar. Möchte ich die Musik hören? Das ist die Frage. Ah, okay. Ich hab's ausgemacht. Bindemittel. Uiuiuiui. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hallo? Ist da wer? Sag das nicht zu laut, Mädchen. Da ist ein Terminal. Ah, ohne Funktion, okay. Zugangscode benötigt. Oh, Scheiße. Die Türen sind verriegelt. Strom wiederherstellen. Also ich kann nicht versprechen, dass ich das durchspielen werde. Verarzten müssen wir uns eigentlich auch mal. Was ist denn Keep out? Trust no one. This life for rent.
die Karte mit unerforschten. Tomorrow. Tomorrow together, no future. Help! Gott. Welcome to the... What? Welcome to the end of the line. Supi. Funktioniert hier denn überhaupt nicht? Stellen Sie den Strom wieder her. Keine Energie. Oh, noch so Minigames dabei. Nice. Privat. Unsere Sachen umgelagert. Langley, falls Sie unsere Sachen suchen, ich habe sie woanders hingebracht. Sie haben alles offen liegen gelassen. Da hätte sich jeder bedienen können. Wissen Sie, wie schwer es war, überhaupt an das Zeug zu kommen? Ich habe alles in einem der Lagerräume versteckt. Sie sollten es finden können. Der Code ist 0340. Muss ich mir den aufschreiben? Ich gehe mal auf Nummer sicher. So, 0340. Okay. Keine Panik, niemand geht mehr runter zum Terminal, nicht nach dem Vorfall. Wir haben außerdem keine Medizin mehr und das Wasser wird knapp. Holen Sie Nachschub, Sie sind an der Reihe. Vielleicht lernen Sie dann in Zukunft besser aufzupassen. Anna. Nein, ich wollte den Rest doch noch lesen, Junge. Auf Wiedersehen von Sigson. Öffentlicher Hinweis, die Stilllegung der Sevastopol. Wir hatten eine lange gemeinsame Reise, aber leider ist sie jetzt zu Ende. Sigson Corporation möchte bei dieser Gelegenheit all jenen danken, die im Laufe der Jahre auf Sevastopol gearbeitet und gelebt haben und hofft, dass Sigson dazu beigetragen hat, die Station zu einem besseren Ort zu machen. Unser Vertrauen und unsere Investitionen in die Station schwankten nie. Sie können sich darauf verlassen, dass Sigsons Apollo-Haupt-KI und Hiwi-Androiden Sevastopol dienen werden, bis auch die allerletzte Niete entfernt wurde. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, denn schließlich ist Sevastopol nicht nur eine Station, wir sind Menschen. Sigson Corporation. Da können die sich, glaube ich, nicht so viel von kaufen. Audio? Zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab, schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Waits, Ende. Aha, da wird irgendwas vertuscht, augenscheinlich. Zubehör, Energieknotenpunkt D13, Abflug. Stellen Sie den Strom zum Abflug wieder her. Okay, den Lagerraum. Ach, jetzt habe ich die Fackel völlig umsonst, glaube ich, ausgegeben. Oh, ich dachte gerade, da hinten wäre ein Gesicht. Meine Fresse. Wo denn der? Muss ich da jetzt komplett durch? Pff.
ich ja gar nichts mehr. Ja, ich glaube, ich bin schon verkehrt, oder? Oh nein. Ach, ich bin ja abgerutscht, richtig. Stimmt ja. Wir sind ja abgerutscht. Ich komme ja gar nicht mehr dahin, wo ich hin wollte, zu diesem verschlossenen Lagerraum. Beziehungsweise wahrscheinlich dann zu einem späteren Zeitpunkt. Dürft mir gerne was Beruhigendes in den Chat schreiben, ne? Also, seid da völlig frei. Wieso? Oh, sehe ich ja jetzt gerade erst wieder. Wieso hat er denn jetzt wieder alles hier aktiviert? Moment bitte eben. Das brauchen wir nicht. Rahmen brauchen wir nicht. So. Sorry. So, Strom ist doch jetzt, glaube ich, wieder hergestellt, oder? Ach, hier ist der... Ach, Junge. Der Raum ist direkt hier. Ha, muss den Code mal dann geben. Mal gut, dass ich ihn aufgeschrieben habe. 0, 3, 4. Nicht so wie bei den Lobob-Spielen, wo die Antwort vorgegeben ist. Schrott. Schrott. Medkit. Ich öffne jetzt das Menürad. Okay, aber woher weiß ich denn, ob ich das hier auf dem... Oh Gott, was ist das denn? Subkutane Impfpistole, okay. Komponente B, haben wir. Und ein Bindemittel. Hier klicken uns... Das muss man alles dann... Am besten unter Stress dann noch zusammentüddeln. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt haben wir ein Medkit. Ich... Oh, Freunde. Das dann in der Stresssituation. Ja, aber hallo. Das heißt eigentlich am besten jeden Moment nutzen. Jeden ruhigen Moment. Wie kann ich denn... Kann ich das Ding denn... Ich würde das gerne jetzt aus der Hand nehmen. Geht das irgendwie? Sollte ich mich jetzt schon heilen? Ich meine, ich habe eine... Aber es wird kommen. Ich weiß zwar nicht, wie viel das Medkit jetzt geheilt hätte von meinen Lebenspunkten. Okay, hier können wir augenscheinlich nicht weiter. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal wieder hoch. Hier. Okay. Hier geht's ja einfach nur anderer Zugang zum Räumchen hier vorne.
ich habe ja jetzt Strom angeworfen. So, wir sollten noch den Maschinenraum am besten nachsehen. Laut der Audioaufzeichnung. Harris, Turner, kommen Sie sofort zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Die müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Wait, Ende. Ich lasse das mit dem Speichern mal. Weil vielleicht brauchen wir die Leuchtfackel jetzt gleich noch und das Medkit, und das habe ich jetzt ja beides augenscheinlich recht leichtsinnig verbraucht. Ah, warte mal, hier. Ne, das war das Lager. Müssen wir echt wieder zurücklatschen. Ne, immer noch kein Strom. Strom. Forgotten. Und die Tür war ja auch ohne Strom. Na gut. Müssen wir in der Tat nochmal zurück. Deswegen ist ein bisschen mehr Licht, aber wir müssen jetzt wieder runter in den... ...größeren Gepäckannahmebereich. Vielleicht kommen wir da vorne jetzt weiter, wo wir gerade nicht weiter kamen. Guck mal gerade. Ich habe einfach das Gefühl, ich sollte nicht rennen. Wegen Geräusche verursachen. Ne, da kamen wir da auch nicht weiter. Da haben wir nur diesen Brandy entdeckt, dieses Ethanol. Da ist noch ein Koffer. Alles nehmen. Hatten wir gänzlich übersehen. Ist ja prima. Können wir denn hier außen dran vorbeilaufen? Sollte einfach aufhören, so Geräusch für Gepäckrampe senken. Okay, ja. Ist jetzt eine. Ist das eine andere Leiter? Moving. Nee, das ist der gleiche Kackraum. Sollte ich etwa schon an diesem Zeitpunkt des Spiels, also einem kompletten Anfang, schon versagen? Ah, warte mal. Vielleicht gibt es da vorne ja auch hier so eine Rampen-Senkungsdeaktivierung. Ne, gibt's nichts. Kann man hier nicht außen vorbeilaufen? Ich sollte ihm einfach der Xenomorph zeigen, wie es funktioniert.
Toll, hier ist eine, Wand zwischen. Was ist hier? Auf keinen, Fall irgendwie weiter. Ich habe mir eine Sache übersehen. Das Terminal hilft uns gar nicht. Hier ist Funkenschlag. Bedient diese Apparatur eigentlich? Kein Strom. Oder müssen wir jetzt nochmal hier diesen, Handgenerator da nochmal anwerfen? Ist auch nichts. Nö. Was übersehe ich denn jetzt hier? Yo, ist klar, wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Ich hab das für eine Textnachricht gehalten. Oh, die muss man aktivieren. Ja, supi. Hallo? Leute. Die ist verriegelt, wunderbar. So, wir müssen bestimmt jetzt hier rüber, oder? Gott, ey, da wurde jetzt... rausgeflüchtet sind, da dürfen wir jetzt rein wahrscheinlich, ne? Nö.
Doch nicht. Oder ist der Raum da oben jetzt offen? Ah, okay, der ist jetzt offen. Okay. Ja, dann speichere ich mal vorher doch lieber. Was machen wir hier? Was ist das für ein... Ach du Scheiße. Was zur Hölle ist hier passiert? Rest in Peace, Sevastopol. Super. Ach du Scheiße. Verriegelt. Das Knacken hier, ey. Oh, Leute. Verschlossen. Ionenschneider benötigt. Gut, habe ich jetzt gerade mal nicht so zur Hand. Was war das für ein Geräusch? Alter, stehe ich dieses Spiel durch, ey. Ich bin mir echt nicht sicher, ey. Übelst, richtig übelst. Und es ist noch nichts passiert. Die ist kaputt.